Wir machen krass Schotter. Alter Schwede. Haben. Was? Zwei Achterbahnen von einem Erregungswert von mindestens vier? Ja, wat wie? Was? Wie zum Teufel? Wieso ist denn noch so scheiße? So, Kartstrecke ist da. Runden mit 2. Easy going. Jetzt musst du noch wieder die überflüssigen Darlehen zurückzahlen, was gerade eben passiert ist. Und Westernwettrennen. So, und? Danke, ja. Scheint ganz gut zu sein. Ich will etwas Spannenderes. Naja, immerhin kann man Kart fahren. Gibt Schlimmeres. Okay, den Verkehrswert haben wir jetzt schon mal. Also noch unsere Darlehen wieder zurückzahlen. Das heißt, in dieser Hinsicht hat er es schon mal funktioniert. Sind gerade nicht genug Leute da oder ein Leut fehlt noch. Müssen das Ding hier irgendwie noch spannender machen. Vielleicht mittels Westerngebäude. Warte mal. So, komm, jetzt mal so ein stylisches Achterpin. Allerdings in Holzfarben. Und hier drinnen müssen natürlich auch Wände sein. Habe ich jetzt mal total verpeilt gerade. Wäre total bescheuert, wenn hier keine Wände wären. Und dann brauchen wir jetzt noch ein paar andere Wände. Zum Beispiel eine Wand mit 100 Tür wäre ganz geil. Und was
Wand mit Fenstern halt noch. Machen wir mal eine normale Wand, bitte. Danke. Ist irgendwie das Wand mit Ofenrohr? Hier ist das Wand mit Ofenrohr. Hier nochmal eine Wand mit Shattered Schild. Das ist immer geil. Und dann kommt hier mal eine Wand mit Fenstern hin. Und dann haben wir hier schon ein Dächer jetzt mal. Und zwar erstmal ein Dach mit Ofenrohr. Das ist das Wichtigste. Dann normale, ja. Ich habe eigentlich gesagt, das soll wieder weiß sein. Aber das scheint unserem Spiel ja egal zu sein. Gut, dann noch hier ein Dach mit Ofen. Alter, ist der Hintergrund-Sound gerade laut. Jetzt sind hier noch ein gerades Veranda-Dach. Wow, man sieht einfach die Köpfe der Passagiere hier durch. Läuft auf jeden Fall. Einsame Spitze, Top Game. Warte mal, wer ist gesucht, hier einen Zaun reinzumachen? Wer ist anscheinend? Ja, dann funktioniert hier gar nichts mehr. Alles klar. Jetzt haben wir ja wenigstens ein stylisches Häuschen um die Achterbahn rum. Hat sie doch bessere Testergebnisse? Naja, fast. Also, vielleicht wäre es auf Dauer doch sinnvoller, das Ding nicht als Halfpipe zu betreiben, sondern als richtige Achterbahn. Aber dafür haben wir hier wenigstens schon mal ein geiles Stationshäuschen. Nice. So, Finanzen, easy. Einen Monat kommt ein VIP. Das ist ungünstig. Wir brauchen eine bessere Achterbahn. Wow. Also Abschuss ist ja an sich schon mal eine geile Idee. Das heißt, wir machen hier einfach eine wir scheißen auf den Kabelflüge. Machen hier einfach eine Abschussbahn draus. Und dafür muss ich hier erstmal ein bisschen extra dran kaufen. Brauchen wir definitiv eine Nummer, also eine richtig krasse. Also das Ding wird eine richtig schöne Hochgeschwindigkeitsachterbahn werden. Alles klar. Ja, nee, noch einer. Dann. Erst noch eine gerade. Dann mal langsam hier diese Kurve bauen.
Alles klar, ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade schon bin. Ich bin wahrscheinlich irgendwo über meinem Park. Okay, ich check hier gerade gar nichts mehr. Cool, auf jeden Fall eine Ebene. Ist hier schon Ebene? Perfekt, hier ist schon Ebene. Ah, fuck. So, das passt. 8 Züge. Lol, ich kann ja eigentlich immer noch mit 9 arbeiten, das ist kein Problem. Das sollte kein... Alter, wie das sich finanziell einfach nur so knapp ausgeht. Jetzt geht das wieder. Rasen der Büffel. Alles klar. Let's test. Oh lol. Oh fuck it. Alles klar. Wusch. Oh ja, jetzt geht das Ganze schon viel mehr ab. Das ist das, was ich immer ihre hasende Bibel verstehe. Juhu. Alles klar, oh fuck it. Meow, meow. 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 Alter, ist das Ding heftig. Aber es gehen nur 2 Runden. Es gehen nur 2 Runden.
So. Halt. Karaoke. Rasender Büffel. Nochmal. Rasender Büffel. Nee, nicht Halbtag. Rasender Büffel soll sie dann. Nicht Pfad. Rasender Büffel. Danke. Das war dann im Großen und Ganzen die Route, die sie fahren soll. Okay, jetzt können wir aber hier auch den Einsatz bei so 5 Euro erhöhen. So, easy. So geht das. Mit Achterbahnbau. Ah, voll professionell. Ich liebe die Öffentlichkeit, ja, das ist schön. Das freut mir. Ich denke, Rasen und Büffel passt sehr angenehm in die Szenerie rein. Eigentlich. Und von den Finanzen her, ja. Das schaffen wir auf jeden Fall. Das passt alles. Jetzt müssen wir schon den Verkehrswert irgendwie hoch pushen. Wie. Oh fuck. Das ist jetzt geschissen. Ja, ich sollte nicht mehr Mechaniker einstellen, sondern es sollte einfach nicht alles gleichzeitig kaputt gehen. Das ist alles. Für einen Nonstop-Zug ist kein Mechaniker in der Nähe. Der... Boah! Na bitte, jetzt sollte sie auch dahin gehen. Ja gut, sie war drauf. Ich will noch mal den Nonstop-Zug. Okay, sie hat schon... Allmählich bildet sich die Fantraube um sie rum. Ja, wer es dann mit rennen wird, der gleich repariert. Keine Sorge. Jetzt kommt Karaoke erstmal zum rasenden Büffel. Alter, ist hier viel los. Oh fuck. Schwesternrennen schon repariert, perfekt. Dann geh mal schnell zur Bahninspektion, nicht dass mir die der Kack jetzt auch noch kaputt geht. Wobei Karaoke war da ja schon theoretisch. Wenn sie jetzt in den Stationen feststeckt, ey. Oh Gott sei Dank. Das hat alles funktioniert. Sehr gut. Was macht Karaoke eigentlich jetzt? Rennt die da hinten lang? Nee. Wo ist denn das Ding? Hm, Karaoke. Ich hab keine Ahnung, wo die ist, aber die wird wohl irgendwo gurken. Ach, sie ist jetzt hier wieder. Ach, sie fährt einfach nochmal. Ah, wie geil. Die hat Spaß im Park.
Normalerweise gehen dann die VIPs, nachdem sie ihren Weg abgearbeitet haben, sofort nach Hause. Aber der gefällt's hier offensichtlich. Was schon ziemlich geil ist. Okay, der Verkehrswert ist nur leicht gestiegen. Das ist schade. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt hier ganz geil. Und so. Das hier mit einspeichern und das Ganze bitte speichern. Und der Rasen mit Büffel. So, und das Ding ist, wenn wir jetzt den Rasen mit Büffel bauen wollen. Warte. Wo ist das denn? Gigabahn oder so, ne? Dann haben wir hier einmal die hier. Und jetzt noch einmal rasende Büffel. Da ist dann tatsächlich das Stationsding mit dabei, wenn wir es bauen wollen. Kann ich mal schnell demonstrieren. Hier, da. Das haben wir einfach, die Station mitgenommen. Das ist schon ziemlich geil. Okay, Karaoke hat jetzt auch keinen Bock mehr. Also ich könnte auch nicht fünfmal diese Achterbahn hier alle fahren. Ja, es geht ihr gerade irgendwie immer alles kaputt. Das ist etwas ätzend. Aber naja. Gut, auf jeden Fall. Wir machen krass Schotter. Alter Schwede. Haben... Was? Zwei Achterbahnen von einem Erregungswert von mindestens 4? Ja, was wie? Was? Wie zum Teufel? Wieso ist denn noch so scheiße? Oh Gott, was? Alles klar. Hä? Das Ding. Oh Mann, ey. Alles klar, gut. Alles auf Anfang. Vergessen wir das. Wir brauchen neue Achterbahn. Und zwar schnell. Also, Darlehen wieder hochschrauben. Jetzt ist noch die Frage, kriegen wir eine Achterbahn für 6.500 auf die Beine, die mindestens 4 hat? Müsste man eigentlich schaffen. Fallbahn. Ja, natürlich. Also mit einer Looping-Achterbahn kriegen wir das auf jeden hin. Sogar mit einer Sesselbahn würden wir es hinkriegen. Oder wir holen uns aber hier die Stratosphäre. Latschen die hier auch schnell irgendwo hin. Hier ist doch bestimmt irgendwie so diese ganzen blöden toten Büsche. Dann stellen wir es halt so hin. Ist doch egal. Aber jeder wette, das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert, glaube ich. Alles klar. Gute Plane. Nonstop-Zug. Weg, weg. Duck, duck. Go. Bestimmt ein cooler Weg so. Dann ganz am Ende können sie ja nochmal den Nonstop-Zug mitnehmen. Für den Fall, dass sie bis dahin wieder gute Bewertungen hat. Boost. Cool, wir haben ja sogar einen Ölbohrturm.
Alles klar. Es liegt an diesen ganzen Drecksbüschen. Jetzt geht er. So. So, und jetzt hat das Ding hier noch einen höheren Wert. Denn. Okay, ne, müssen wir hier oben legen. Müssen wir auf noch höher. Müssen wir auf da oben legen. Perfekt. Supi. Geil. Und jetzt können wir einfach noch die ganze Zeit Darlehen abbezahlen, bis die Karaoke kommt. Denn jetzt haben wir. What the? Hä? Was? Wir haben über 28.000 Verkehrswert gemacht mit dieser Pissgurkenachterbahn. Da fuck. Das funktioniert doch nicht. Glaube ich. Okay, erstmal Eintrittspreis hochschrauben. Das Ding kann auch mal locker 4,50 kosten. Kriegen wir unser Darlehen schneller abbezahlt. Als ob wir da einfach so viel Gewinn rausmachen. Das ist überhaupt unlogisch. Okay, gut, das ganze Spiel ist verdammt unlogisch. Aber das geht doch nicht. Kannst doch nicht einfach nicht. Nee. Wie soll das denn bitte funktionieren? Oder liegt das am Dingens da, an der Sache? Am Ölbohrturm. So, jetzt habe ich das Wort gefunden, das ich suchte. Also die ganze Zeit seine Schulden zurückzubezahlen hat auch was. 2.000 € im Monat Gewinn zu machen. Mal schauen, ob das funktioniert. Also ich hoffe jetzt erstens übrigens auch mal, dass nicht die ganzen Sachen ausfallen. Das wäre nämlich dumm, wenn das passiert. Apropos, hat der Nonstop-Zug jetzt eigentlich schon wieder bessere Bewertungen gekriegt? Nee. Ja, wenn sie wegen dem Nonstop-Zug dann immer noch nicht beeindruckt ist, dann habe ich auch keine Ahnung, was ich noch machen soll, aber. Es hat was im Monat 2.000 € Schulden abbezahlen zu können. Das muss ich sagen, hat wirklich was. Okay, gut. Ja! Ich weiß. Das wird nochmal spannend. Oh, toll, sie ist schon da. Alles klar. Gut. Dadurch, dass ich jetzt beim Essen bin, bin ich gespannt, was passiert. Ich weiß nur, dass wenn ich wiederkomme, wir enorm viel Kohle haben werden. Und das dann dementsprechend auch. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Szenario dann Ende haben. Aber ich bin jetzt erstmal kurz AFK und komme gleich wieder. Das heißt, es gibt einen Cut. Wenn wir das Szenario schaffen, schneide ich das rein und den Rest interessiert keine Sau. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Überraschenderweise haben wir es geschafft. Tralala. Cool. Und wir haben ganz, ganz, ganz viel Geld. Alles klar. Gut. Sind wir also einfach zufrieden. Gut. Dann hätten wir das der Bahndesign auch geschafft. Spiel speichern, ja. Dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Geisterstadt. Bis dahin und ciao.